Sie sagt hier, einige solche Zeitreisende, da spricht sie über Zeitreisen, sind auch schon zu früheren Zeiten auf der Erde gestrandet und hier niemals mehr weggekommen. Also, auch wenn man nachher höhere Technologie entwickelt, es ist Da kann nicht so uns einfach zu das, nein, beherrschen. es kann das und dieses und jenes passieren. Ja. Oder? Es ist nicht perfekt, Ja, was der klar. Mensch macht. Ja. Egal Oder wie hochentwickelt wie es hoch das er auch ist, entwickelt ist, es ja. kann immer etwas schief laufen. Ja. Ja. So wie Mensch Semyazes bricht Ehemann, ne? Mensch. Ja, der Semyazes Ehemann, der auf der Expedition Ja, war und in die Sonne in gestürzt die ist. Sonne Ja, gestürzt sind, ne? ja, Irgendwas ist ja, schiefgelaufen, ne? ja. Da ist jetzt, wenn man sozusagen in der Zeit zurückreisen würde, bevor der Fehler aufgetreten ist und den Fehler beheben würde. Ja. Ja, das ist ja behoben worden. Ja, aber Aber um er ihn ist zu retten, meine nachträglich, ich. nachdem das passiert ist. Die haben ja das auch nicht vorher gewusst. Die sind Ja, auch nicht allwissend. ja, ja. Aber Ist kein lieber Gott da, wo allwissend ist, oder? nein. Aber könnte man so ihren Ehemann retten? Oder Nein, nein. warum geht das nicht? Oder warum sollte man das nicht tun? Da hat man, dann was passiert ist, kannst du nicht mehr ändern. Das ist unmöglich. Was geschehen ist, ist geschehen. Das kannst du nicht mehr ändern. Das ist Ja, geschehen Vergangenheit. ist geschehen, ja. Ja. Also, man könnte jetzt reine Theorie, ne? Also halt, Schau mal, es wenn ist man ganz zurückreist einfach. und sie dann in die Zukunft holen würde. Das kannst du ja nicht, weil Vergangenheit ist Vergangenheit, die kannst du nicht ändern. Kannst nicht etwas machen in der Vergangenheit, wo schon passiert ist, kannst du nicht ändern. Es ist Gut. unmöglich. Also man kann sie nicht sozusagen, man weiß ja, wann es Du passiert kannst ist. nur aus der Vergangenheit, aus dem, was passiert ist, kannst lernen. Ja. Du kannst das, was heute passiert ist, was heute entwickelt wird und passieren tut, kannst nicht gestern passieren lassen und geschehen lassen und so weiter und so fort oder ändern. Du kannst es nur morgen ändern. Also eine Sekunde oder eine Ja, Minute oder ja, einen Tag nachher. ja. Man Voran kann, nicht. also man kann nur die Zukunft verändern. Du kannst nur die Zukunft verändern. Du kannst die Vergangenheit kannst du nicht verändern. Jetzt, Du kannst etwas in die Vergangenheit bringen, ja, wo sich dann fortsetzt, also fortsetzen tut, ja. und sozusagen liegen bleibt, oder? Ja, und das kommt zu dem, aber es kommt früher oder später zu dem, was du heute hast Ja. und heute retour bringst. Ja. Ja. Und dann geht's wieder Ich weiter denke, von es heute. ist, Was wird draus? ja, was wird los? Ja. Aber was wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Plejaden in der Zeit zurückreisen würden, als bevor das passiert ist? Das kannst du nicht. Aber es würde trotzdem passieren, oder? Ja, natürlich, weil die Sapp-Technik, wo dort mal ist und versagt, die versagt dort mal und nicht in der Zukunft. Die kannst du nicht vorher ändern, bevor es passiert ist. Du kannst erst von dort an, wo etwas passiert ist, kannst du etwas ändern für die Zukunft. Ja, das leuchtet mir schon ein, irgendwie. Nein, es Aber, leuchtet dir nicht ein. also, was die Gegenwart und die Zukunft angeht, aber warum man. Du kannst nicht etwas ändern, wo schon passiert ist. Obwohl man in der Zeit reisen kann. Auch wenn du in die Zeit reisen kannst. Kannst du. Da. Da nehme ich den komischen Ja, Beseta da. ja.
Also, der Peseta liegt jetzt da zu. Gell? Da ist der Punkt, wo etwas passiert. Gell? Ja. Da kannst du von daher ändern, was sich daraus ergibt. Ja. Du kannst nicht voran ändern, irgendetwas, wo da nicht passieren tut. Das, was voran passieren tut, führt zu dem. Und das kannst du nicht ändern. Das kannst du nicht ändern, wenn es da passiert. Du kannst nur das ändern, wenn es von dem aus da in Zukunft laufen wird. Ja. Das ist schon für mich logisch, wenn du sagst, was geschehen ist, ist geschehen und kann nicht geändert werden. Ja, das kannst du nicht mehr ändern. Ja. Was ich dann nicht verstehe, ist halt, du kannst nicht voran gehen, wenn's da passiert. Kannst du nicht etwas machen, dass es da nicht passiert? Was wäre, Theorie, jetzt reine Theorie, Gedankenspiel. Sie können ja in der Zeit reisen. Und Sie können ja auch zu dem Punkt zurückreisen, Das spielt doch gar keine Rolle, wie weit das Retour reist. Du kannst es nicht ändern. Du kannst nicht ändern, wenn etwas passiert ist und kannst alles zusammen unternehmen. Zu früheren Zeiten, es ist uneinfach unmöglich. Was passiert ist, ist passiert und was passieren tut, passiert. Das kannst du nicht ändern. Auch wenn du noch 1000 Jahre vor einer Retour reist, dann führt das 1000 Jahre in Zukunft zu dem Punkt her, wo es dann passieren tut. Wenn Sie jetzt so weit zurückgehen und sagen, na, ihr, du gehst nicht auf die Expedition, dann würde ja. das ja... Dann geht derjenige nicht auf Pixion, dann geht der Nächste, Nächste, Übernächste und dort passiert es halt dann. Ah, okay. Das nützt dir überhaupt nicht, wie du dann retour gehst. Du kannst das nicht ändern, was passiert ist in der Vergangenheit. Ja. Und wenn du das Wissen von 10.000 Jahren in Zukunft bringst, es passiert einfach dann und dann das und das. Und das kannst du nicht ändern. Selbst wenn du 10.000 Jahre voran gehst, in den Rückreis gehst. Ja. Und das Wissen bringst. Es geht alles verloren und so weiter und so fort. Und es wird dann und dann passieren, was bereits in der Vergangenheit passiert ist. Da kannst du nichts ändern. Ja, okay. Das ist so verrückt, wie es klingt, aber kannst wirklich nichts machen. Was passiert ist, ist passiert, das ist Vergangenheit. Das kannst du nicht ändern. Ja. Und wenn du dich noch so bemühst und die Technik springst und alles Mögliche tust, was passiert ist, ist passiert. Das kannst du nicht mehr ändern. Ja. Da will die hellsten Köpfe, der Philosophen und weiss ich, was alles gibt, wo das einfach nicht begreifen, dass es tatsächlich so ist. Du kannst nichts ändern. Ja. Einfach von dem Punkt an, wo etwas passiert, kannst du in Zukunft etwas ändern. Wenn da der Faktor ist, wo dazu führt, dass etwas passiert, kannst du in dem Faktor kannst weiter evolutionieren, kannst weiter entwickeln, kannst weiter studieren und so weiter und so fort. Dass es nicht mehr passiert, dass es einen Fortschritt gibt. Ja. Oder? Da kannst du machen, was du willst. Es gibt es einfach nicht, dass du etwas kannst du ändern in der Vergangenheit. Also irgendwie, egal, wenn man dort eingreifen würde, würde irgendwie die Person dann trotzdem sterben. Genau. Oder genau. Andere Katastrophe passiert. Ja, oder? Genau. Das kannst du nicht ändern. Mhm. Und
Das jetzt. Grad mit dem, was du jetzt du sagst, wenn der und der dann gestorben ist, dann ist er gestorben. So Ja. oder so, ob du ihm vorher gesagt hast, dann und dann stirbst, er wird dann und dann sterben. Ja. Oder? Das nützt dir nichts. Ja. Wenn du 30 oder 50 oder 100 Jahre vorne gehst und sagst, dann und dann stirbst du, er wird dann und dann sterben, Ja, das oder? lässt sich dann nicht mehr ändern, ja. Nein. Und so ist mit jeder Handlung, mit jedem Grashalm und alles zusammen, Es lässt sich nur jetzt ändern, was in der Zukunft was in kommt. der Zukunft Ja. kommt. Ja. Und dafür sind die Prophetien, Ja. das. Prophetien sind nichts anderes als das, was voraussehbar ist, was kann passieren, was sich kann ergeben, aus einer Handlung raus, aus einer Entwicklung raus und so weiter und so fort. Das ist nicht eine Voraussage. Das ist nur eine Prophetie. Ja. Und Prophetie ist keine Voraussage. Ja, kann Voraussage ist sich etwas dann, ganz anderes. ja. Voraussage kannst du nicht ändern. Das Ja. wird unweigerlich zutreffen. Ja. Allerdings habe ich festgestellt, Voraussage ist einfach das, was heißt, wenn du in dem Rahmen und weiterfährst und weiter machst oder und so weiter und so fort, wird das und das passieren, wird sich das und das ergeben. ja. Oder? Und eine Voraussage, die sagt das voraus, wirklich voraus, was unweigerlich wird zutreffen. Wenn sich nichts ändert. Also nee, Nein, bei das ist das schon ist so das weit, hat dass es nichts ja. mit der Prophetie zu tun, Ja. sondern mit dem Wissen, dass tatsächlich das und dieses und jenes passiert. Ja. Ja, das hat nichts mit einer Prophetie zu tun. Eine Prophetie ist nichts als eine Warnung. Mach das richtig, Ja. dass das und das und das nicht passieren tut. Ja. Das ist eine Prophetie. Ja. Und das andere ist eine Voraussage, wo hundertprozentig nichts tun kannst dagegen, es wird sich ereignen. Ja. Allerdings ergeben sich so viele Prophetien von dir, weil halt sich nichts ändert, ne? Ja, die Prophetien, die tun sich dann halt bewahrheiten. Ja, und Es dann. trifft halt dann tatsächlich das zu, was Ja. man gewarnt hat davon. Macht das, dieses oder jenes nicht? Oder Ja. handelt so und so richtig? Oder sonst passiert das und das und dann gibt es sich halt. Das ist aber keine Voraussage, das ist nur eine Prophetie. Das Prophetie, ist eine ja. Prophetie ist eigentlich eine Warnung. Ja. Ja, es sind ja Oder? auch schon welche nüt eingetreten, wie Nuklearkrieg oder so, ne? Ja. 2006, Ja. 2010, wo du gewarnt Ja. hast, da hast du ja Ja. sogar das Jahr Das gesagt ist und den Monat. ja keine Voraussage, Das das war eine ist ja eine Prophetie. Warnung. Ja. Das ist eine Und Prophetie. ja. Und Ja. irgendwelche Ereignisse Und müssen an stattgefunden dem will haben. man natürlich das und dieses und jenes wieder aufhängen, weil der Mensch, er denkt völlig falsch. Er hat falsche Vorstellungen, was eine Prophetie ist und was eine Voraussage ist. Ja. Oder? Ja. Ja, im Augenblick, gestern habe ich auch eine E-Mail bekommen. Jemand, der auf die Südhalbkugel reisen will oder dort leben will, weil er Angst vor dem Atomkrieg hat. Das Und nützt ihm gar nichts. das, ja. Das nützt ihm gar nichts. Wenn es wirklich einen Atomkrieg gibt, dann kommt die ganze Welt in die Kasse. Ja. Dann ist es nirgendwo mehr. Nein. Da bist du Schön nie zu mehr leben. sicher. Ja. Da kannst du auf den Südpol gehen oder auf den Nordpol gehen. Das nützt dir überhaupt nichts. Ja. Überall Wird alles versucht. alles versorgt. Ja. Ja. So. Ja. Kann mir gut vorstellen, dass wenn wir die Fähigkeit entwickeln sollten, in der Zeit zu reisen, dass dann Leute sagen, oh, jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und sie wollen dann sozusagen
ein paar Jahre zurückreisen, um die Person dann nochmal zu treffen. Das. Aber es ist im Grunde eine Idiotie. Idiotie, ja. Eine blanke Idiotie. Ja. Dann, man muss lernen zu akzeptieren. Was willst du mit der Methode anfangen? Was er gelernt hat, was seine Einstellung war, die ist schon längstens veraltet. Ja. Oder? Der in der Zukunft ist, der hat ein ganz anderes Denken. Der lebt ganz anders als derjenige, der dort mal in der Vergangenheit gelebt hat und gestorben ist. Ja. Weißt du, da werden Fantasien brötelt und so, da kann ich viel lernen und das stimmt nicht. Lernen tut man in Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nur Erinnerung, wenn sie überhaupt erinnerungsmässig gespeichert ist und nicht einfach eine Annahme ist und eine Behauptung ist, wie die Archäologie zum Beispiel macht. Das ist so und so gewesen, wo sie einfach Sachen herfantasieren, das könnte die Asen und sie, diese und jene Weg gewesen sein. Und die Menschen glauben das nachher. Ja. Ja. Oder durch Fälschungen übertreibt wird. Alle Zukunft, oder? Weißt du, Fälschungen gibt es schon seit Jahrzigtausenden. Ja, das schon, ja. Na, der Punkt war, dass man das einfach lernen muss zu akzeptieren, wenn jemand stirbt. Ja. So, dann ist es einfach das so. Das ist so. Ne? Ja. Genau. Sie sagt hier zum Wassermann-Zeitalter. Es wird umwälzende Ereignisse für die Erdenmenschen bringen, sehr gute, wie aber auch sehr schlechte. Ja, genau. Und ist das immer so, wenn so ein Zeitalter sich ändert, oder ist das? Das kommt auf den Mensch drauf an. Kommt auf den Mensch. Er denkt Logik, Verstand, Vernunft. Ja, aber und das gibt das Verhaltensweise von dem Mensch. Und Verhaltensweise ist immer änderbar, genau wie das die Logik falsch verstanden wird, der Verstand falsch gebraucht wird, die Vernunft falsch gebraucht wird. Ja. Aber tendenziell sind das schon so Umbruchszeiten, könnte man sagen. Ja, es sind Umbruchszeiten. Ne? Wenn so ein anderes Zeitalter kommt. Ne? Ja. Ja. Alle 2.500 Jahre oder so ist das ungefähr. Ne? Ja. Das ist so ein natürlicher Rhythmus. Ja. Ein natürlicher Rhythmus, der das hervorbringen tut. Ja. So. Gibt es da auch sozusagen eine Evolution in den Völkern beziehungsweise in den Rassen? Ja, das tut oder? Auch die Evolution tut sich verändern. Je nachdem, wie der Mensch denken tut, wie er sich benäht tut, wie seine Logik, sein Verstand, seine Vernunft reagiert. Oder seine ganze Verhaltensweise und so weiter und so fort. Das bringt die Veränderungen mit sich. Oder? Weil die Logik selber sich verändert, der Verstand verändert, die Vernunft verändert, die Verhaltensweise tut sich verändern. Oder? Ja. Ist zwangsläufig, dass allgemein sich alles verändert. Wenn der Mensch nimmst, der 50 Jahre, nur 50 Jahre voran gelebt hat, der hat sich ganz anders benommen als der Mensch von heute. Ja. 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 Da ist der Mensch noch auf das ausgelegt gewesen, auf Harmonie. Heute ist praktisch alles auf Disharmonie. Ja. Ja. Ja, die Medien spiegeln. Ist noch eine gewisse Harmonie bestanden dort. Merkst du, von den Ende 60er Jahren hat sie angefangen auslaufen. Bis zu den 85, so um 90, so um das herum. Zwischen 85 und 90 hat sich das geändert, oder? Ist die Harmonie umgewandelt worden durch den Mensch selber, durch sein Benehmen, durch seine Logik, seinen Verstand und seine Vernunft, durch seine ganze Verhaltensweise, wo sich negativiert hat. Ja. Oder? Ja.
ist alles ins Negative abgerutscht. Ja. Und wie was heute ist, wieder das, was früher war, Krieg. Ja. Und wie schnell das gegangen ist seit den 90ern, ne? Da war noch so die Hoffnung, jetzt könnten wir vielleicht Weltfrieden haben, ne? Abrüstung. Ja. Und jetzt geht es wieder nur noch um jetzt Aufrüstung. Und das Theater von vorne los. Ja. Und noch schlimmer als vorne. Ja. Ja, das, also. Dann das, was. Das hat es noch nie gegeben auf dieser Welt. Die Art von Weltkrieg, die heute existiert. Mhm. Wo da in der Ukraine rund 50 Länder, 8 oder 49 sind, also rund 50 Länder, wo Waffen liefern, Munition und Geld liefern gegen Russland, wegen der Hegemonie, wo Amerika sich leistet, oder? Ja. Wo neuerdings jetzt sogar auf den Weltraum greifen tut und sagt, das ist unser Weltraum, oder? Wir bestimmen darüber und so weiter und so fort. Und so wollen sie auch über die ganze Welt regieren, Amerika, oder? Und das sind Europäer, die nach Amerika gekommen sind. Das sind eigentlich von Deutschland hauptsächlich, die das aufgebracht haben in Amerika und Engländer zugleich. Ja, ja. Und Schotten. Und es hat sich alles so negativ verändert, dass Freundschaft nicht mehr Freundschaft ist heute. Liebe nicht mehr Liebe ist. Ja, es geht nur noch ums Geld. Ja, alles nur noch Nutzgemeinschaften oder genau. Und eben diese Interessengruppen. Ne? Genau. Die, ja. Und ich bin der Größte, oder? Ja. Da steht man vom Fernsehen her, ich bin der Größte, oder? Muss sich alles gut präsentieren vom Fernsehen, oder? Ja. Ob es da, wie heisst das, die muss sich da so präsentieren jeden Tag, wie heisst das? Influencer meinst du? Influencer. Ja, so, genau. Überflüssig. Sie wollte dir eine Beschreibung zur Anfertigung einer Maschine zum Zwecke der Erhaltung oder Rückgewinnung der Gesundheit geben. Ja. Ja. Und du warst gleich von Anfang an schon, lieber nicht und so. Ja. Und dann, das hätte zur größeren Katastrophe geführt, schlussendlich, als das heute ist. Ja, und mein Eindruck... Wir haben heute 9,5 Milliarden Menschen. Ja. Und wir hätten fast das Dreifache. Wirklich? Fast das Dreifache. Aufgrund dieser Technologie. Ja, es wäre alles rundum kaputt. Es gäbe keine Natur mehr, nichts mehr. Es wäre alles futsch. Ja, das ist so, was ich auch schon mal versucht hatte zu erklären. Man denkt, das ist eine kleine Situation. Ne? Also es ist ja nur kurz in eurem Gespräch. Ne? Ja. Aber das kann nachher riesen Wellen schlagen. Ja, genau. Und dass man sich auch im eigenen Leben immer genau überlegt, fahre ich da jetzt hin? Da könnte ich auch tödlich verunglücken. Das heißt nicht, dass man eine generell negative Einstellung haben sollte. Das muss ich nicht nur ein bisschen denken. Ja. Was sich ergibt aus dem und diesem und jenem, was Möglichkeit ist, dass sich entwickelt daraus. Ja. Ja. Und ich habe mit dem Dings nachher ausgerechnet einmal mit dem Sfat, wie viele Menschen das heute würden leben, wenn die Gesundheitsmaschine gebaut worden wäre. Ja. Hätten wir heute das Dreifache von dem, also 30 Milliarden Menschen, wäre alles kaputt auf dieser Welt. Ja, natürlich. Ja. Ja, weil die Menschen dann länger leben. Ja. Und gesund. Ja, und gesund. Dann noch mehr Nachkommen haben, weil diesen Defekt haben sie ja irgendwie alle, oder fast alle. Ja. Allein das Gesundheitswesen fordert heute schon das, was Gesundheitswesen genannt wird, dass Ausrufe in Deutschland, da in der Schweiz, in Russland, überall rufen, auf mehr Nachkommen schaffen. Ja. Oder? Ja. Es zeigt aber auch, dass die Plejaden, also es war jetzt dann nicht, aber
die Dummheit und Unvernunft auf der Erde unterschätzt haben. Ja. Weil sonst hätten sie das ja gar nicht vorgeschlagen, ja, im Grunde. Ja. Das, sie wollten was Gutes der Menschheit tun, sie haben aber halt das eben auch nicht in die Zukunft geschaut, ja, was sich ergibt. Ja. Oder? Ja, auch die Annahme wie bei Ihnen, sie wollten ja auch bei diesem Kontakt mit der US-Regierung, wollten sie ja sozusagen, ja, wenn es zustande gekommen wäre, wollten sie ja die hätte sollen Frieden geben auf der Welt. Oder? Ja, und sie, ja, wollten aber auch das Heilmittel für Krebs ja, ja, geben. Ne? Ja. Ja. Und das haben die auch nicht, ja, verstanden. Ja, weißt, das hätte bedingt, dass Menschheit auf einem Stand gehalten worden wäre, wo planetengerecht gewesen wäre. Ja. Oder? Es wäre also die Masse Menschheit, die dort mal bestanden hat, wieder reduziert worden auf rund 500 Millionen, ja, auf der ganzen Welt. Ja. Oder? Und dann hätte es geklappt. Ja. Aber weißt auch Plejaden hat Hoffnungen. Ja, ja, genau. Aber das sind eigentlich, auf der einen Seite sind es schöne Momente, weil da, mhm, zeigt sich ihre Menschlichkeit. Mhm. Ne? Ja. Auf der anderen Seite aber auch aus unserer Sicht so ein bisschen die Naivität, ja, weißt, gegenüber der, ja, Menschheit, weißt, auf diesem Planeten. Sie haben die Menschheit noch nie so angeschaut, wie Menschheit denken tut, wie, ja, Menschen handeln tun. Ja. Das haben sie erst eigentlich gemacht durch das, was ich geredet habe mit ihnen, so diesen und jenen Weg. So sind wirklich die Erling. Ja, oder? Genau. Weißt, sie haben angenommen, ja, das ist so gewesen wie bei uns früher einmal. Das ist noch viel schlimmer bei uns. Aber es ist viel schlimmer da, ja, auf der Erde, als, ja, was sie gewesen sind. Ja. Ja. Selbst als sie noch Kriege hatten, war das nicht so schlimm. Nein. Wie bei uns das ist. Nein. Ne? Wir sind ja im Dauerkriegszustand. Dann hat es nichts gegeben von Atomkrieg in dem Sinn, ja, wie es da gehabt, ja, wo passiert ist in Hiroshima und Nagasaki, ja, und mit den oberirdischen, unterirdischen und wassermäßigen Atomversuchen und so weiter und so fort. Das, ja, hat es bei ihnen offenbar nicht gegeben. Ja. In, ja, dem Rahmen. Ja. Und es wird ja heute noch verheimlichen, dass Deutschland Atombomben entwickelt hat. Ja, ich habe da mal dieses gute Buch gelesen, die haben die auch getestet, ja, in Nordwesten, ja, wo wenig Leute leben. Ja, ja. Und nur das, nicht so im Großen wird Amerika nein, nicht, nein, sie gemacht haben. Sie haben eine andere Technologie verwendet, die... Die Amerikaner, ja, es muss ja eine kritische Masse erreicht werden. Ja, ja. Und die Amerikaner haben das halt wirklich über Masse gemacht. Ja. Und die Deutschen haben ja, du das... Du hast schon mal sollen gesehen, was da gegangen und gelaufen ist mit den Atombombenversuchen da in Amerika. Oh. Das ist grauenhaft. Ja. Das sind zigtausende Menschen verstrahlt worden. Das, ja, ist heute noch geheim, was dort gelaufen ist. Ja, natürlich. Der, weißt, wirklich zigtausende, ja, ja, Menschen. Die haben ja ihre eigenen Soldaten, ja, die haben eine Atombombe gezündet, ja, und haben gesagt, so, das ist, ja, Simulation eines Atomkrieges. Ja. Wie gehen wir mit dem Militär vor und haben das Militär dann dort, ja, hingeschickt. Aber weißt, ja, aber das ist nachher gekommen. Ja. Zuerst, weißt du, die Atombombenversuche, die sie voran gemacht haben, gell? Da sind Schauspieler, sind versucht worden. Ah, da, ja. Wieder, da, John Wayne. John Wayne weißt, hat auch Strahlung abbekommen. Ja, ja, ja. 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 Also, da, weißt, das ist lang geheim gehalten worden und, ja, so weiter und, ja, so fort, oder? Da sind Menschen krepiert noch und nöcher. Ja, ja, die da im größeren Umkreis von, ja, dem, genau, Testgebiet da. Ja, ja. Und das ist alles verheimlicht worden. Und wird teilweise heute noch verheimlicht, was wirklich war. Ja. 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 Oder haben die Akten verschwinden lassen und, ja, vernichtet und so weiter und, ja, so fort, oder? Ja. Ja. Genau so, wie es Raketen aufgeschossen haben mit Leuten, die im Weltraum verschwunden sind, die durch das ganze Gebiet vom Sonnensystem abgereist sind, in den Weltraum raus. Sogenannte Astronauten.
Ja, dass sie die einfach ins All geschossen haben, Die haben oder? sich all geschossen. Ja, Die sind die sind dann verendet. irgendwo im Raum vom Sonnensystem und ja, die sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die noch auf dem Weg sind oder im Weltraum. Was sie da Weltraum sagen, das hat nichts mit Weltraum zu tun, das hat mit Sonnensystemraum zu tun. Der Weltraum fängt erst außerhalb, weit, weit, weit außerhalb vom letzten Planeten an. Dort fängt der Weltraum erst an. Gibt es jenseits von Pluto, gibt es ein oder zwei weitere Planeten jenseits von Pluto? Der Pluto, dann ist der Dings Pluto, ich weiß nicht mehr, Die müssen ja beide noch entdeckt werden. ja, sind mehr. Noch mehr. Ja, und auf der gleichen Umlaufbahn wie die Erde ist, gibt es noch einen Planeten, wo wir gar nicht sehen von Weil er auf der uns, anderen auf der Seite anderen der Sonne Seite von der ist. Sonne ist. Und draussen, ich glaube, der 12. oder 13. Planet ist draussen, was sie noch nicht einmal entdeckt haben. Sie haben noch nicht einmal alle entdeckt innerhalb vom Sonnensystem, vom Sonnensystemraum. Haben noch nicht alle. Haben große Klappen, wir wissen alles und so weiter und so fort. Ja, das hier ist noch sehr wichtig und sie sagt, sie glauben, dass sie dadurch realistisch denkende Menschen seien, dem aber in Wahrheit nicht so ist. Ihre Realitätserkennung fundiert nicht im Wissen und Erkennen, sondern in einer selbstbeirrenden Beweisführung. Eben, eine Fantasie, weißt du? Einfach Sachen zusammen fantasieren, die nicht wahr sind. In der Technik genauso wie in der Archäologie oder sonst irgendwelche Sachen. So. Es wird einfach zusammen fantasiert. Oder? Und sie sagt dann noch weiter, Beweise gelten immer nur dann als Realität, wenn sie in Wissen und Erkennung fundiert sind. Ja. Das heißt, dass nur bewusstseinsmäßige Schwerarbeit eine reale Beweisführung Ja, ermöglicht, niemals richtig. aber nur das Sehen oder Berühren und Nein, so weiter nein, allein. nein, nein. Und das Das ist Sehen und das Berühren, da kannst du ein Telefon sehen, kannst einen Hörer sehen und so weiter und so fort. Du weißt aber nicht einmal, wie das funktioniert. Das wissen selbst die, wo das herstellen, wo sich mit dem beschäftigen. Bis heute nicht, wie das wirklich funktioniert. Sie wissen wohl, nach was das funktioniert, was aber wirklich dahinter steckt, hinter der Elektrizität wirklich dahinter steckt. Und all das, die Elektronik, was wirklich dahinter steckt, das wissen sie nicht. Sie wissen, das ist elektronisch. Sie wissen, das ist Elektrik. Aber was hinter dem wirklich steckt, wissen sie genauso wenig wie Energie sonst, wo sie nicht wissen, es existiert die Energie, das, dieses und jenes, aber was drin inne ist, was die Energie wirklich ist, haben sie keine Ahnung. Ja, ich habe schon häufig gedacht, wie schnell Wissen verloren gehen kann. Unsere Welt ist so spezialisiert. Wir Ja. haben zwar alle einen Computer, also in der westlichen Welt hat ja fast jeder einen Computer, aber wie wenige wissen, wie man einen Computer baut. Also Ja. alle Teile und wie alles nachher Ja. zusammengeht, Ja. da weiß keiner alles, Ja, weil es so natürlich. komplex schon ist. Das ist der gleiche Dings wie da. Sie wissen, wie es müssen herstellen, wie es funktioniert und so weiter. Aber was dahinter steckt, das wissen sie nicht. Oder? Da haben sie keine Ahnung. Nochmal ganz kurz zu dieser Beweisführung, dass sie sagt, das ist bewusstseinsmäßige Schwerarbeit. Ja. Die will sich natürlich kaum einer machen, ne? Nein.
Nein. Ich meine, deswegen ist die Figur so klein. Da ist der Mensch gar nicht fähig dazu. Ja, das glaube ich auch. Da ist gar nicht fähig dazu. Also das stell dir mal das vor, was Zukunft bringt. Alleine mit dem KI. Ja. Was jetzt schon passieren tut, das wird ja verheimlicht. Was ja wirklich passieren tut mit dem KI, wo das KI überall eingreifen tut, wo bereits funktioniert. Und was kommt? Ja. Das ist eine Katastrophe. Für die Menschheit eine Katastrophe. Ja, du hattest ja beschrieben, dass die Wahlen sogar seit den 80ern ja in USA vom KI im Grunde ja kontrolliert werden. Ja, ja. Und da hat noch nie jemand in der Öffentlichkeit, da gab's, KI ist jetzt eigentlich eine neue Sache für ja uns, ja, ne? Für die Allgemeinheit. Ja, genau, ja. Aber im Geheimen existiert das schon 30 Jahre länger. Nur auf eine andere Art und Weise, als heute wieder funktioniert. Dort waren die Anfänge gewesen, oder? Aber die Anfänge haben schon wirksam in das eingegriffen, ins Leben vom Mensch. Ja. Oder? Ja, und es greift immer mehr ein. Ja. Oder? Auf Arten und Weisen, wie wir noch gar nicht ja absehen oder wissen, ja, im Grunde. Genau. Genau. Ich hatte kurz einer, so ein Computerexperte oder so war das, der sagte, es wird alles überwacht. Selbst wie lange wir auf ein Bild gucken im Computer oder wie lange wir auf einer Webseite ja sind. Nicht nur, wo wir sind, sondern auch wie lange. Mhm. Also ne, bis zum Bruchteil einer Sekunde wird registriert, wie lange wir etwas anschauen und was wir alles anschauen. Ne? Mhm. Das, die, was für eine Computer gigantische haben, Datenmenge. Die, die einen Computer haben, die wissen gar nicht, was mit dem Computer überwacht werden. Ja. Na? Ja. Da. Darum ist das verkleibert da oben. Ja, weil, genau, weil sie können in jeden Raum gucken. Ja, ja. Wo, und auch hören. Ja. Und, ja, es ist, Darum werden Krämpfe gedreht, oder? Wenn ich da hocke mit den Plejaren, dann ist das eine ganz andere Zeit. Ja, ich weiß. Das habe ich aber noch nicht erzählt. Hat gar keinen Wert, ja, etwas zu sagen darüber. Ja, ja, genau. Es ist jedenfalls immer versetzt. Es ist versetzt, ja. Dadurch, genau. aber wir können, ich habe ja Quetzal gehört, als ich vorbeigegangen bin. Ja. Aber das ist dann nur eine Sekunde oder ja, Bruchteil ja, oder so versetzt. Ja. Ah, ja, ja, alles klar. Gut. Aber trotzdem, oder? Ja, ja, das ist, ja, schwierig zu verstehen, aber ich versuche das auch gar nicht zu erklären. Ja, muss ja gar nicht verhöcken. Ja. Hat keinen Sinn. Aber das Potenzial, es zu verstehen, ist ja schon da. Also ich habe mich da ja auch durchkämpfen müssen. Ja, natürlich. Wenn man genau zulässt und denken tut und über alles nachdenken tut und schauen, dass man es kann realisieren, was überhaupt gesagt wird. Realisieren kann das, was wirklich ist, was geworden ist und so weiter und so fort. Aber das macht der Mensch normalerweise nicht. Ja. Oder? Ja. Das ist ja das grosse Übel. Ja. Oder? Er ist gläubig, er glaubt einfach das, was gesagt wird. Statt dass er ja selber denken tut. Ja. Oder? Und darum ja haben sie ja gesagt, ich soll eben mal einen Brief veröffentlichen. Weißt du, dass ich ihm da vorlese, dass der Brief nachher im Bericht drin ist. Ja. Wie da vom Dings, vom. Wie heißt der wieder? Ach, ist ja gleich. Ja. Wo ich das letzte Mal vorgeführt habe drin. Und ich habe auch für den nächsten Bericht wieder einen Zweig, wo ich dann meine Weisheit zu üben. Ja. Ja. Ja, es hat einfach Menschen umeinander, die
schauen, selber lernen zu denken, statt das Glauben zu tun. Und dann geht es manchmal recht schnell sehr viel besser. Ja, so wie sie aufhören zu glauben, ja, sondern... Ja. 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 Ja, ich glaube, ja. Wir müssen... ich danke dir. Ja. Es ist 10 vor 6. Ja. Es ist wirklich nur so schwere Arbeit, sozusagen die Spreu vom Weizen ständig zu trennen. Ne? Ja, das ist, was das ist wirklich, ist wirklich real? So, das ist wirklich so. Oder dann auch, wenn man unterschiedliche oder verschiedene Indizien hat, ja, welche Indizien wiegen schwerer und welche... Ja, da muss man leichter. Halt abwägen und das Abwägen kostet da das kostet Arbeit. Viel Arbeit, ja. Eigene Gedanken. Ja. Oder? Ja. Und nicht nur eigene Gedanken, sondern eigenste Gedanken. Mhm. Eigen ist, wo man selber denken tut. Ja. Eigenst. Ja. Das ist persönlich. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Eigen und eigenst. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Ist das die Steigerung sozusagen? Nein. Oder? Eigen ist, wo man einfach selber denken tut. Weißt du, wo. Okay, ja, es ist dem Mensch eigen zu denken. Ja, ja. Eigenständig, ohne. Ohne Beeinflussung von außen, eigen. Ja. Oder? Ja. Eigenst. Ja. Ist persönlich. Da schauen wir etwas an. Man tut etwas denken. Persönliche Art und Weise. Nicht einfach allgemein eigen. Ja. Oder? Also es entsteht aus einem selbst mehr. Ja. Während das andere so ein Potpourri ist, was schon existiert im Grunde. Genau. Okay, ja. Das ist ja auch die große Leistung bei Erfindungen, weil das ja die eigenste Entwicklungen sind. Ja, das ist, was vorher noch niemand gedacht hat. Ja. Ja. Eigenentwicklung ist das, was du kannst übernehmen von einem anderen und einfach weiterentwickeln oder, oder im gleichen Rahmen brauchen oder im gleichen Rahmen lehren und so weiter und so fort. Aber eigenst persönlich etwas lernen und umsetzen, das ist etwas ganz anderes. Ja. Und den Unterschied, den kennen die wenigsten Menschen. Ja. Eigen und eigenst. Ja, war mir auch nicht bekannt. Ja. Also, das ist auch bei Einstein diese große Leistung, mathematisch und auch vom physikalischen Verständnis, dass der Raum sich biegen kann. Ja. Das war vollkommen unvorstellbar zu der Zeit. Ja, das ist eigenst. Ja, das war ein eigenster persönlich, Gedanke. Persönlich ergründet, persönlich erfasst. Ja. Persönlich ausgewertet. Ja. Das ist eigenst. Ja. Und eigen ist einfach das, wenn er das allgemeine wahrnimmt, wo allgemein gang und gäbe ist. Ja. Ja. Und das, der Unterschied kennen die wenigsten Menschen. Ja. Gut. Vielen Dank. Kennt auch der Christian nicht.